Hallo zum S-Verweis mit zwei Suchkriterien. Dazu habe ich schon ein Video hochgeladen, allerdings mit den Funktionen Index und Vergleich. Ich habe hier zwei Listen, eine Preisliste und eine Einkaufsliste, die geführt werden muss. Beide Listen habe ich als Tabelle formatiert. In der Preisliste habe ich hier Produkte, die kommen mehrfach vor, ebenso wie die Lieferanten und die Preise. Die möchte ich hier in der Einkaufsliste eben mir anzeigen lassen mit der S-Verweis-Funktion. Ich habe die einfache S-Verweis-Funktion hier schon mal eingegeben. Wir suchen also hier das Produkt in der Matrix-Preisliste aus der dritten Spalte, den Preis. Den wollen wir hier also ausgegeben haben. Und wenn ich mir den Datensatz jetzt hier mal so angucke, dann haben wir hier das Produkt Zwiebeln, den Lieferant Hofträne, und als Preis gibt er mir 1,05 Euro aus. Wenn ich in die Preisliste mal gehe, haben wir aber Zwiebeln und den Lieferanten Hofträne. Da kosten die Zwiebeln 99 Cent. Der S-Verweis sucht aber in der ersten Spalte der Matrix und in der ersten Zeile, wo er Zwiebeln findet, geht er dann nach rechts und gibt mir eben aus dieser ersten Zeile mit Zwiebeln diesen Wert aus. Damit kriegen wir also hier falsche Ergebnisse. Wir müssen also ein Suchpaar bilden, nämlich wir suchen nach Produkt und Lieferant, damit wir dann eindeutige Preise hier zurückgegeben kriegen. Ich gehe jetzt hier oben in die Bearbeitungsleiste, nehme das mal raus und das erste Suchkriterium steht also schon da und ich verknüpfe das mit dem kaufmännischen und, gebe das zweite Suchkriterium ein, der Lieferant soll das ja sein. Dann kommen wir zur Matrix. Wenn wir zwei Suchkriterien haben, dann brauchen wir auch zwei Suchmatrizen. Und das erste Suchkriterium, also das Produkt, das suchen wir dann auch in der Spalte Produkt. Verknüpfe das wieder mit dem kaufmännischen und die zweite Suchmatrix, das ist dann der Lieferant bis zum Preis, weil wir diesen Preis ja dann hier ausgegeben haben wollen, aus der Spalte 2 der zweiten Matrix. Wir wollen genaue Übereinstimmung haben, deshalb die 0 und ich setze die Klammer und jetzt müssen wir die Funktion abschließen als Array-Funktion, als Matrix-Funktion. Das machen wir mit der Tastenkombination Steuerung, Umschalt und Enter. Jetzt bekommen wir hier etwas merkwürdig ausgegeben Zwiebeln 0,99. Ja, wir haben ja hier das Produkt verknüpft mit dem Preis, der hier ausgegeben werden soll, und deshalb kriegen wir jetzt hier dieses Ergebnis. Damit können wir also nicht viel anfangen. Ich baue mal hier die Funktion Wechseln davor. Die Funktion Wechseln tauscht einen alten Text durch einen neuen Text in einer Zeichenfolge aus. Die Zeichenfolge ist ja jetzt das Ergebnis hier des S-Verweises. Ich gehe mal in den Assistenten. Das ist die Zeichenfolge, die er uns ausgibt. Dann haben wir hier alten Text. Das ist der Text, der ersetzt werden soll. Ich will hier Zwiebeln in diesem Fall jetzt weg haben. Die stehen hier oben in der Spalte Produkt. Und der neue Text, das ist der Text, mit dem der alte ersetzt werden soll. Ich will den alten ja nicht ersetzen durch neuen Text, sondern da soll gar nichts mehr stehen. Deshalb zwei Anführungszeichen und dann sehen wir, kriegen wir hier die 0,99 ausgegeben, allerdings in Anführungszeichen, das ist immer noch als Text formatiert. Da sehen wir auch, es ist hier linksbündig angeordnet und was mich allerdings gewundert hat, ist, dass Excel mit diesem als Text formatierten Wert hier mir die Summe bildet. Hier steht ja eine Formel drin, eine Menge mal Preis. Und der rechnet damit. Ich möchte aber diesen Wert, der als Text formatiert ist, auch als Zahl ausgeben. Deshalb baue ich jetzt hier nochmal eine Funktion drumherum, nämlich die Funktion Wert, die mir jetzt diesen Text auch als Zahl ausgibt. Und ich muss das jetzt wieder abschließen mit Steuerung, Umschalt und Enter. Und wir bekommen jetzt unsere Preise hier in Euro ausgegeben. Die sind jetzt auch korrekt. Er hat ja hier nach Zwiebeln und dem Lieferanten Hofträne gesucht und jetzt bekommen wir auch unsere 99 Cent.
Das funktioniert also hier auch mit dem S-Verweis und zwei oder mehr Suchkriterien, je nachdem, wie viel Daten man verknüpft. Ich finde das allerdings etwas umständlich. Mit dem S-Verweis, ich bevorzuge die Funktionen Index und Vergleich, und ich will das an dieser Stelle hier auch nochmal zeigen, wie das mit diesen Funktionen funktioniert. Ich gehe wieder an die Bearbeitungsleiste Index. Wir brauchen eine Matrix oder einen Bezug. Die Matrix ist immer die Tabelle oder eben die Spalte in dem Fall, aus der die Werte dann ausgegeben werden sollen. Ich nehme als Matrix nicht die ganze Tabelle, dann brauche ich hier hinten auch keinen Wert für die Spalte einzugeben. Wenn das hier nur eine Spalte ist, dann kann ich mir das ersparen. Die Zeile, die dann ausgegeben werden soll, die berechnen wir mit der Funktion Vergleich. Und da bauen wir jetzt die zwei Suchkriterien ein. Das erste Suchkriterium wieder das Produkt, verknüpft mit dem kaufmännischen und. Und als zweites Suchkriterium der Lieferant. Auch hier Suchmatrix für das Produkt, natürlich die Spalte Produkt, und für den Lieferanten hier die Spalte Lieferant. Jetzt geben wir noch den Vergleichstyp ein, die 0, setzen hier, muss noch eine Klammer setzen, und jetzt schließen wir auch diese Funktion mit Steuerung, Umschalt und Enter als Array-Funktion ab, und hier haben wir auch sofort die Preise in Euro zurückgegeben. Ja, manchmal ist es sinnvoll, hier mit zwei Suchkriterien zu arbeiten. Nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Okay.